Hey Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, dass ich eine kurze Analyse zur Europameisterschaft 2020 machen werde. Bevor wir mit dem Video weitermachen, wie immer noch die Grüße aus dem letzten Video. Grüße gehen raus an Anton Schreiner und an Stefan Trauner. Wenn ihr im nächsten Video auch gegrüßt werden wollt, einfach positiv kommentieren und dann, ihr wisst es, habt ihr eventuell gute Chance im nächsten Video auch gegrüßt zu werden. Der Europameister 2020 bzw. 2029 steht seit einigen Tagen bereits fest, und zwar Italien. Meines Erachtens mal vorweg finde ich, dass beide zwei Mannschaften, sowohl England als auch Italien, beide es auf jeden Fall mal verdient haben, im Finale zu spielen. Ja, des Weiteren, ja, beide Mannschaften haben exzellent gespielt, auch im Finale. England am Anfang war meines Erachtens sogar die bessere Mannschaft. Dann so gegen Ende der ersten Hälfte bzw. Anfang der zweiten Hälfte wurde Italien immer wieder präsenter. Und ja, in der zweiten Hälfte hat man dann gemerkt, dass England so ein bisschen nachgelassen hat. Und dann wurde Italien stärker. Und dann kam der Ausgleich und die restliche Geschichte kennt eh jeder. Dann plätscherte die Partie eigentlich so vor sich hin. Italien hatte seine guten Chancen dann gehabt und England ebenso. Ja, und dann ging das Ganze eigentlich recht schnell ins Elfmeterschießen hinaus. Beide Mannschaften waren sozusagen eigentlich auf Augenhöhe. Keine war eindeutig besser oder schlechter. Und ja, England verschoss dann zwei oder drei Elfmeter. Ich weiß es nicht genau, ich glaube zwei waren es. Italien, glaube ich, verschoss auch einen. Aber trotzdem, Italien gewann dann letztendlich das Elfmeterschießen. Ja, und insgesamt wurde dann Italien der neue Europameister. Des Weiteren ist mir aber aufgefallen, dass viele andere Top-Favoriten eigentlich schon relativ früh ausgeschieden sind, wie zum Beispiel Frankreich oder Kroatien oder Deutschland oder auch zum Beispiel die Niederlande. Das sind zum Beispiel alles, auch gerade bei Frankreich, der Weltmeister 2018 oder Deutschland der Weltmeister 2014 oder der Vize-Weltmeister Kroatien 2018, sind alle im Achtelfinale ausgeschieden, und das ist schon richtig krank, dass eigentlich doch viele Favoriten frühzeitig ausscheiden. Das ist mir eigentlich besonders aufgefallen, wo ich mir denke, okay, da irgendwie ist da was passiert, gerade im Europa oder im Weltfußball, weil das eigentlich doch schon sehr untypisch ist. Ja, und zum Beispiel wie Länder wie die Ukraine oder Schweden oder auch die Schweiz, das ist eigentlich so mehr oder weniger die Überraschungsmannschaften, die doch bis ins Viertelfinale weitergekommen sind. Es kann natürlich auch mit der Corona-Pandemie zusammenhängen. Auch Portugal, auch eine Top-Favorit-Mannschaft, war ja auch Europameister 2016, sind auch ausgeschieden. Und ja, das ist eben so eine Sache, wo ich mir denke, irgendwie hat sich da was geändert. Und das allein bei Cristiano Ronaldo merkte man, dass er einfach nicht er selber war, wie er gespielt hat. Er hat zwar zwei Tore verwandelt, zwei Elfmeter, dennoch merkte man einfach, dass, weil Cristiano Ronaldo hat ja selber Corona gehabt, und da merkt man einfach, dass er nicht so körperlich topfit war. Und ja, das sind eben so die ganzen Sachen, und das merkt man sicher auch bei manch anderen Mannschaften, die Favoriten sind, wie zum Beispiel bei Frankreich, und die auf einmal doch nicht bald bis ins Viertelfinale weit kommen. Das ist auf jeden Fall so meine Analyse. Im Grunde würde ich aber sagen, hat Italien auf alle Fälle verdient gewonnen. England hätte es sich aber ehrlich gesagt auch verdient. Ich war ehrlich gesagt eher für England sogar, weil alleine für die Royals hätte ich es denen schon wirklich vergönnt. Ja, für die Königlichen, für ganz Großbritannien generell auch. Und das wäre natürlich schon auch eine Sensation gewesen, weil England bis dato nie bei einer Europameisterschaft gewonnen hat. Und deshalb hätte ich es den Briten schon auch vergönnt und habe auch tatsächlich für England gehalten. Aber natürlich hat Italien nicht unverdient gewonnen. Deshalb kann ich dazu nur sagen, dass ich England zum Vize-Europameistertitel herzlich gratulieren kann. Und ebenso für Italien für den Europameistertitel 2020 gratulieren kann. Das ist auf jeden Fall so meine Analyse. Im Grunde
finde ich, dass beide Mannschaften gerecht oder verdient gewonnen haben. Wenn es euch gefallen hat, beziehungsweise wenn ihr eure Meinung beziehungsweise eure Analyse in die Kommentare runterschreiben wollt, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare runter, würde mich auf jeden Fall interessieren. Des Weiteren, lasst das dann mit dem Video, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach unten, plus ein Abo, und dann würde ich sagen, lasst die Sonne scheinen, morgen wird es ja hoffentlich wieder besseres Wetter, und dann heißt es nur noch, die Wolken wieder ein bisschen in den Norden raufschicken, und dann würde ich sagen, lasst die Sonne scheinen, ciao rein und bis zum nächsten Video.